Hallo und herzlich willkommen. Agrarian Sky, der Minecraft Modded Skyblock mit Dancing Dice. Wie immer, und ja, wir sind ein ganzes Stück vorangekommen in den letzten Episoden. Ja, obwohl es nur teilweise Maintenance-Arbeiten, also Wartungsarbeiten waren. Sachen, die wirklich wichtig waren, aber ich möchte euch jetzt erstmal zeigen, wie weit wir mit unserer Bank sind. Ja, außen ist sie noch, also der obere Stock fehlt noch. Aber ich habe eine Menge gemacht. Also es war eigentlich nur, dass denn den Boden und die Wände setzen, solche Geschichten. Die Form kanntet ihr ja schon. Und heute wollen wir endlich mal vorankommen. Ab diese Rose. Das ist ein Goldblock, ja. Das finde ich also sehr spannend. Ja, so sieht's aus. Ich habe hier so ein paar Kunstbäume in die Ecke gestellt. Mit den Sakura-Cherry-Blättern. Auch mit Microblocks. Random placed, also einfach zufallsmäßig irgendwo in die Ecke gestellt. Ich bin noch lange nicht bei allen Dingen so weit, dass ich damit ja, glücklich arbeiten kann, aber es wird. Also hier hinten der Hintergrund, also hier sind die in der richtigen Bank. Vorne gibt es so eine Theke, dahinter das Geld auszahlen. Ich weiß nicht, ob das so passt. Ich weiß es nicht. Das sollte eigentlich ganz nett aussehen. Hier, ja, eine kleine Ecke mit so ein paar Resten, die ich einfach abgekippt habe, weil ich zwischendurch nur das Soul Sand holen war und die Maschine nicht gearbeitet hat, musste ich dann halt auch mal die Nether Wards aus der Kiste rausmachen, weil die Kiste war vollgelaufen. Ja, aber ich glaube, hier, das finde ich ganz schön. So eine Tonnendecke, tonnenförmige Decke. Auch mit Microblocks, die dann immer ein bisschen breiter oder schmaler werden, je nachdem von welcher Sichtweite man das sieht. Mir gefällt es gut. Ich habe mich entschieden, hier Smooth Sandstone zu nehmen für die Seiten. Also wirklich komplett und nicht verschiedene Sandstone-Sorten. Und das Einzige so als Gimmick ist noch Ember. Leicht durchsichtig und von unten angestrahlt. Finde ich ganz schick. Ja, gehen wir mal weiter. Wir haben also, wie gesagt, die beiden Räume, die eigentlich nur für die Bank sind. Es ist auch alles noch sehr viel, wie soll ich das sagen, sehr neu im Vergleich zum Rest der Welt. Ein bisschen grün habe ich hier. Aber ich muss mir einfallen lassen, wie das Ding noch lebendiger wirkt. Also weiß nicht, ob ich mir das auf den Tisch stelle oder so. Und ich habe entdeckt, es gibt wunderschöne, oh, das kommt gleich, die CPU. Es gibt Bookshelf, das hier, ja, das sieht so gut aus von Natura. Allerdings ist das in Pink und brauche ich Eukalyptus für. Ich weiß nicht, ob das andere gibt, weil ich die hier nicht finde, mit anderen, die auch gehen. Denn das Standard-Bookshelf, das sieht einfach nur so aus und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Man kann es halt mit jeder Baum machen, aber das ist dann irgendwie so mystisch in irgendeiner Form mit Kraut überwuchert oder so. Das würde jetzt nicht zu diesem glatten Image von der Bank passen. Von daher dachte ich mir, machen wir doch mal was anderes in dieser Richtung und gucken mal, was da für Möglichkeiten sind. Ich denke, wir werden das mal irgendwann hinkriegen, sobald wir mit den Büchern soweit sind. Aber ich gehe in den unteren Stock. Nee, ich gehe erst nach oben. Hier fehlt noch eine Lampe. Ich hatte noch keine Zeit, so viel zu bauen. Hier oben alles platt. Hier ist mein Bett umgezogen. Das ist hier, ja, das wird, wie soll ich das sagen, der Balkon. Ja, das ist das richtige Wort, der Balkon. Damit ich dann auf unsere Stadt schauen kann, als reicher Banker mit Zigarre. Nein, das ist ja halt das innere Gebäude. Hier werde ich also irgendwie in den Wohnraum installieren. Also da, wo ich dann übernachte und wohne. Ja, müssen wir gucken, wie es wird. Und jetzt geht es in den Keller. Und da ist auch noch nicht viel passiert. Eigentlich nur noch, dass ich die Wände verkleidet habe. Hier stand schon eine Kiste und ich fand die ja gar nicht schlecht, die Idee, einfach mal so eine Kiste hier irgendwie in die Ecke stehen zu haben. Da sind die Reste drin von den Sachen, die wir abgebaut haben. Oder beziehungsweise in den Kisten, weil genau wie so die Reste von unserem alten Lager, die liegen hier noch rum. Ich habe keine Zeit gehabt, die abzubauen. Ja, hier ist das ME-System, beziehungsweise der Tresor. Und von dieser Seite werden wir die ME-Disks und ja, alle möglichen Anschlüsse machen. Oben drüber ist alles noch ein bisschen Luft und da sind noch Reste von den alten Bereichen, also was wie ein Wartungszugang. Das heißt, ich kann auch von oben aufs ME-System Sachen draufpacken, wie Kabel und so, dass man sie nicht sieht. Hier kommt dann der Raum, wo ich so Goldbarren und Platin und Emeralds und sowas lagere. Aber das ist noch ein bisschen weit hin. Ja, das sind die alten Kisten, die stehen schon seit Anno Tobak hier. Ich habe es einfach nicht weggemacht. Ja, und heute wollen wir das Ding hier langsam mal füllen. Beim Bauen ist natürlich eine ganze Menge, aber ich finde es ganz schön. Es ist noch sehr karg, ja, das ist nicht die Frage, das ist uns ja allen klar. Hier kommt eine Tür drauf, also richtig eine große, halbrunde, je nachdem wie ich das hinkriege, Tür, die sowas wie ein Tresor darstellen soll, der geschlossen ist. Und hier mache ich vielleicht dieselbe Tür in klein und dann die dann so halb offen steht. Ich weiß es noch nicht genau, aber das ist die Idee. Und die Lampen, habe ich überlegt, ob ich so vertieft eingesetzte Glowstone-Cover nehme, die ich ganz schön finde.
Also dann so in regelmäßigen Abständen, vielleicht hier und dann da. Mal schauen. Das ist aber wie gesagt Zukunft und das muss ich auch nicht online machen. Ich glaube, ein paar Lampen zu setzen. Ja, aber ich bin vorbereitet. Wir können heute weitermachen. Denn beim Bauen, wie gesagt, läuft die ganze Zeit das Sieb. Und ich habe da ein paar Diamanten bekommen. Es reicht einfach von vorn und hinten nicht. Aber ich musste mehrere Male die Kiste leeren. Da ist nichts Neues drin. Ne? Nee, ein Emerald. Naja. Gut. Ich nehme mal hier so ein paar Sachen. Ne, nehme ich jetzt nicht mit, weil die stören beim Vorführen. Aber ja, das läuft, das Sieb. Die Sachen werden da schön rüber transportiert. Und wir haben eine Menge an Ressourcen. Weil ich will ja eigentlich nur Diamanten haben, aber ich kriege 1 Million andere Sachen. Also hier an diesem Tisch habe ich mal vorbereitet, dass das Heat Vent. Heat Vent, ja, da. Heat Vent, das ist für die Wände. Ja, so. Nice. Nur fehlt in der Mitte das ME-Kabel. Gut, an dem Tisch habe ich noch ein paar Advanced-Prozessoren vorbereitet. Mit allen unseren Diamanten, die wir bis jetzt haben. 11. Gut. Plus die 15 vom letzten Mal muss ich jetzt natürlich auch brennen. Und dann kann ich dann nochmal 11 CPUs machen. Ist nicht der Renner, aber besser als nichts. Ich habe auch mal reingeguckt ins Questbook. Ins Questbook. Bock. Es gibt natürlich auch ME-Belohnungen, wenn ich anfange, da was zu machen. Das dürfte unter For the Hoarding sein. Ja, so, also ME Drive, Controller, Crafting, Storage. Aber jetzt nicht das generell, das dieses, wie heißt dieses Gerät, das wird eins von denen hier sein. Ich vermute das. Also muss ich die Sachen mal machen, bevor ich das zu Ende baue, weil sonst habe ich die Sachen wieder rumliegen. An dem Tisch habe ich dann mal die Sachen zusammengesucht für den Flux Dust. Ja, so, das war eine ganze Menge. Wir brauchen eine massig Kabel. So, und ME-Kabel, das ist nämlich das, wo ich jetzt hänge. ME-Kabel, das ganz normale, braucht Glas und ja, für 4 Stück gibt es für Raw Plastic. Das bedeutet, ich muss die ganze Zeit hier Raw Plastic grillen. Da habe ich 64, was natürlich nicht mehr ansatzweise reicht. Aber es das heißt ja nicht, dass wir das nicht machen können. Ja, okay, das wird gar nicht reichen. Für 10 Kabel, nein, Traum. Aber 10 mal 4, ja, wenn ich das richtig sehe, ja. Okay, haben wir 40 Kabel. Es ist nicht viel, aber ein Anfang. Das heißt, wir bekommen 40 Heat Vents hier raus, denke ich mal. Ja. So, und damit und mit den CPUs, die wir haben, gehen wir mal runter und bauen die ein. Na, was lasse ich denn hier? Ich lasse mal hier den ganzen Flux Dust. Ist nett, aber hält eh nur im Augenblick auf und wir brauchen eh noch eine Tonne mehr. Ja, okay, dann bauen wir mal eben die ein. Und dann würde ich sagen, werde ich mal was anderes machen, beziehungsweise darauf warten, dass sich wieder was füllt. Vielleicht fange ich mit der oberen Etage an, vielleicht auch ein neues Projekt. Wir werden sehen gleich. Ja, aber erstmal fangen wir an. Und dann sieht man mal, wie gewaltig das Projekt ist. 40 Stück, ich glaube, ich brauche 150, um es von allen Seiten einzuschließen. Aber immerhin, wir können ja schon mal anfangen. 1, 2, 3. 4, 5. Ja, es wird 150 sein, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe. Auch kaum ob. Das wird ein ziemlich großes ME-System, stelle ich gerade fest. Aber ich bin froh, dass wir endlich anfangen. Vor allem mache ich jetzt mal den Boden hier rein. Der ist, glaube ich, wichtiger, damit man überall dran kommt. Und es ist auch ein bisschen laggy. Das liegt vermutlich, weil ich aufnehme und höchstwahrscheinlich noch eine Menge andere Sachen im Hintergrund auf sind. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 25 pro Seite. Und dann kann man, also haben wir jetzt anderthalb Sachen geschafft. Damit ist das zu Ende. Gut, hier drauf kommen die Crafting-CPUs. Ja, ich kann noch ein paar hinstellen, soweit wir sind. Und ja, das ME-System wächst und gedeiht. Nur es wird, wie gesagt, noch eine Menge an Zeit kosten, das Ding hier komplett zu füllen. Ja, das war's. Wir haben ein, ich sag mal, Viertel? Ne, nicht mal. Ein Fünftel haben wir. Naja, gut. Aber okay, so weit, so gut oder so schlecht. Wir werden sehen. Ich hoffe mal, dass es sich hier noch was tut bezüglich der ME-Kabel. Und weil ich brauche Plastik und ich brauche Diamanten. Plastik werde ich jetzt zur Baumfarm hüpfen eben und noch ein paar rausholen. Aber da braucht er ja nicht dabei sein.
Und dieses Huhn will ich jetzt umbringen, weil ich brauche immer noch Schafe. Ja, und heute machen wir richtig. Wie sagt man das? Progress. Wir kommen voran. Also ich habe hier eine Kiste hingestellt und alles reingestellt, was ich brauche, um diese Quest so langsam loszukriegen, loszutreten, fertig zu werden. Weil ich möchte schließlich weiterkommen, weil es gibt auch hier, ich glaube, danach definitiv diese hier oder so, baut dieses System, was ich da unten baue. Da gibt es bestimmt von allen Sorten mindestens eins. Also mache ich diese Digital Storage. Ja, wir fangen oben an, ME Drive, dann ME Controller, ME Crafting Terminal, ME Storage und dann die Buses. Ich habe alles vorbereitet für zumindest die ersten fünf. Und dann mal gucken, wie viel wir brauchen, weil das wird echt kompliziert nachher und die Kiste war voll. Machen wir mit dem ME Drive, fangen wir an. Ich nehme erstmal alles, was hier drin ist, in irgendeiner Form runter, wenn es passt. Ja, es muss passen, weil ich es einfach sortiere. Also von der Menge her ist es ausgerechnet, dass es genau richtig sein sollte. Wir müssen wohl vermutlich ein paar Zwischenschritte machen oder so. Aber ich sortiere das Ganze jetzt mal. Jetzt habe ich natürlich vielleicht keinen Platz mehr für den Redstone. Aber es reicht. So, ich bin gestufft. Wir fangen an. ME Drive. Das ist das erste. ME Drive. Ist nicht so kompliziert. Wir sollten alles haben. Da ist es. Bam. Das ging fix. Dann die ME Controller und das Crafting Terminal. ME Controller. ME Controller. ME Controller. Da ist es. Und da geht's nicht. Ja, mir fehlt der Advanced Prozessor. Also wollen wir den machen. Bam. Geht nicht wegen dem Quarz. Aber ich habe hier zwei Diamanten. Ich mache gleich zwei. Zwei Silikon. Und zwei Redstone rechts und links, weil ich glaube, die Dinger braucht man immer massig. Und das werde ich jetzt sofort grillen, während wir die nächste Aufgabe machen. Ich habe hier oben drauf noch einen weiteren Slab für das gestellt, alleine um Glas zu machen. Wie ihr seht, braucht man hier Unmengen an Glas. Das war jetzt zu viel. Aber wir brennen jetzt mal eben diese beiden Prozessoren. Gut. Dann hatten wir das Crafting Terminal. Der ist ein bisschen komplizierter, weil man ein paar Schritte vorher machen muss. ME Crafting Terminal, das müsste eigentlich hier auch sein, ja? ME Chest, da. ME Crafting Terminal. Da braucht man nämlich die Storage Cell und das Access Terminal. Fangen wir damit an. Storage Cell. Bam. Ich will nur eine. Nein, ich mache gleich zwei. Nochmal drei. Ich hoffe, ich habe genug von einem Zeug. Aber wir brauchen wir auch für andere weitere Aufgaben. Was haben wir denn noch? Das Access Terminal. Da braucht man eine Conversion Matrix. Die sollte ich auch haben. Nehmen wir auch gleich zwei. So, wenn ich glaube, die brauche ich für die Exportbusse genauso. Jetzt das Access Terminal. Jetzt soll ich alles haben. Und da ist es auch. Eins. Okay. Ich meine, dass ich gleich alle machen will, will ich nicht. Okay, das läuft doch hier wie am Schnürchen. Jetzt das Crafting Terminal. Habe ich doch gerade gebaut. Habe ich das nicht gebaut? Gucken wir. Access Terminal. Ah. Fürs Crafting Terminal braucht man dieses Access Terminal. Und da ist es. Fertig. Jetzt sollten die beiden gebrannt sein. Jedenfalls, ja, da sind sie. Und das heißt, wir können auch den ME Controller bauen. Da ist er. Und bitteschön. Nein, das kann er nicht. Was fehlt ihm? Eisen. Jetzt sag nicht, aber als Eisen verbraten. Ne. Eisen in die Ecken. Oh. Die gebrannten Prozessoren dahin. Eine in der Mitte, war doch richtig, ne? Und Fluxcrystals. Ach, die Fluxcrystals, das ist der Grund. Alles weg. Fluxcrystals. Die sind nämlich auch relativ einfach zu machen. Und da machen wir dann auch. Komm, machen wir mal mehr. Mindestens 8. Wenn wir mehr brauchen, werden wir sehen. Ich will nicht alles verbrauchen, weil ich hatte abgezählt. So, jetzt aber, da ist er. Ein ME-Controller. Sehr gut. Okay, Quest, Quest, Quest. Jetzt die M1K Storage. ME1 sollte die kommen. Da ist sie. 1K Storage. So, da habe ich die Storage Cell von gerade. Ein Traum nehmen wir, reicht. Okay, als nächstes. Boah, es läuft hier wie am Stück Schnürchen. Precision Import und Export. Okay, also, um einen Präzisionsimport und Export zu bauen, ich brauche beide, brauchen wir erstmal einen normalen plus einen Basic-Prozessor. Also den normaler, oh, da braucht man ein Interface, das können wir sogar bauen. Das bedeutet aber, ich brauche noch ein Interface, weil ich auch hier einen Export haben muss. Also auch noch eine Conversion Matrix. Eine, ja, so. Ich mache jetzt gleich beides zusammen. Ja, brauchst du auch eins. So, ein Traum. Alle beide sind da.
Okay, was brauchen wir als nächstes? Ein Pisten. Dafür bin ich jetzt nicht vorbereitet. Drei Holz, Cobblestone und normales Holz. Aber gut, ich meine, das sollte ratzfatz gehen. Kurzer Blick. Holz. Hier. Normalen Stein. Ne, Cobblestone war auch richtig, wie ich gesehen habe. Eine Tonne hier. Holz umwandeln. Nehmen wir mal einen ganzen Chunk. So. Pisten, Pisten, Pisten kommen. Für den Exportbus. Ich weiß, ich könnte die. Hier erstmal. Brauche ich hier wohl auch einen? Das sind Sticky Pisten. Okay, nehmen wir, machen wir normalen Pisten, aber zwei. Okay. Zum Sticky machen braucht man einfach nur ein Rubber. Und da habe ich definitiv in der Kiste noch einiges. So, machen wir also einen zum Sticky Pisten. Das war, glaube ich, einfach nur Pisten hinstellen und obendrauf den Tropfen haben wir. Es läuft, es läuft. So, dann den normalen Basic. Jetzt kann ich ihn, ich kann ihn. Den Basic haben wir. Jetzt den Basic Import. Und auch den haben wir. Okay, jetzt nächstes brauchen wir den großen. Da habe ich den. Alles klar. Und den kleinen. Alter Schwede, war das fix. So, sollte alles haben. Perfekt. Kiste, wir kriegen zwei Vollherzen. Ja gut, das ist ja auch keine kleine Aufgabe, nicht wahr? So, jetzt habe ich keinen Ton mehr. Mal wieder abgestürzt. Aber ich werde erstmal die Herzen konsumieren. Gucken, Full Heart, Consume, Extra Life, ein Traum. Okay, dann gucken wir mal, wie es ist mit den Quests. Ich denke nämlich, dass hier, das ist das. Ha, da ist es doch. Ja, vier Interfaces bekommt man. Und wir brauchen einen Pattern Provider, Blank Pattern und Pattern Encoder. ME Pattern Encoder. Ups, ich probiere es direkt. Vielleicht können wir es ja. ME Pattern Provider, ja. Conversion Matrix, okay. Zwei Stück, können wir das noch? Eine können wir nur noch. Okay. Aber wir können eine Storage Cell. Das sollte gehen. Dann geht auch nicht mehr. Oh ja, wir sind in allen ein bisschen dünn jetzt. Also ich werde erstmal das Zeug hier abkippen. Das mache ich auch direkt unten. Und ich habe ja 11 CPUs gebaut, die ich einbauen kann. Also, ja, in der letzten Zeit habe ich, wie gesagt, es fehlen extrem Diamanten. Aber möglich war es auf jeden Fall, ein paar von den Heatvents zu bauen. Da brauchen wir ja nur diese ME-Cable. Und ja, ich habe nicht viel gemacht. Ich glaube nochmal 20, weil ich vorne die. Oh, wo kommst du denn her? Ja, kommt der Papa? Ja, komm her. Ja, hüpfst du vor Freude? Er ist wie ein Hund, oder? Ja, aber ein Hund haut man nicht. Aber ich frage mich nicht, wo der herkommt wieder. Ich habe irgendwo Licht nicht eingebaut. Und das ist bedenklich. Und ich weiß nämlich nicht, wo. Vielleicht kommt er von oben, vielleicht kommt er von unten. Naja, so. Das ist hier, wie gesagt, die Vorderseite nur, ja. Die anderen Seiten sind nach wie vor offen. Hier an diese Seite werden diese Maschinen, die ich da gerade gebaut habe, direkt angeschlossen. Also, hier wird. Das ist ja der, wie sagt man, habe ich schon tausendmal das Wort wieder vergessen. Ein. Wo man seine Wertsachen in so Kisten packen kann. Vergessen. Egal, machen wir schon mal hier rein. Schließfächer. Muss ich mir vorstellen, Schließfächer hier sieht ziemlich gut aus, bestimmt. Ja, dann kommt der Controller, der muss hier auch irgendwo hin. Den werde ich hier auch außen hinsetzen. Der muss ja noch da dran sitzen. Und ich glaube, der braucht. Nee, 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 stopp. Der Controller, den kann ich am Rand irgendwo hinsetzen, beziehungsweise ich muss es sogar. So, weil nämlich von rechts, von unten ich die Anschlussmöglichkeiten habe. So wie ich weiß, kommt da der Strom rein. Und das möchte ich ja nicht durch den Raum flitzen haben. Okay, dann kann ich hier hinten schon mal die nächste Husche von den CPUs lagern. Drei, zwei und weg sind sie. Jo. Okay, dann habe ich noch das Crafting Terminal. Eigentlich, ja, also eins muss hier auf jeden Fall auch sein. Vielleicht packe ich das hier oben drüber. Na, mach was hier erstmal. Ja, also, weil wir wollen ja später in dem Raum auch was bauen, auch wenn es irgendwie unter der Erde ist. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Wenn ich jetzt ein bisschen aufräume hier, könnte es sogar sein, dass ich diese Kiste aufmachen kann. Das tun wir jetzt. Oh wow, eine Longest Lifespan Zero. Okay. Das werde ich dann einfach mal hier in diese Kiste entsorgen. Eine Million Kisten mit einer Million Zeug, das man nicht gebrauchen kann. Aber hier kommen die Bässe auch rein. Das ist ganz okay.
Dann weiß ich zumindest, dass die in der Nähe des Systems sind, falls ich es nicht vergesse. Gut. Also zurück. Okay, langsam müsste ich wieder genügend Raw Plastic haben, um noch ein paar von den Kabeln machen zu können. Und ja, das heißt, wir können noch ein paar von diesen wunderschönen Heat Vents machen. Leider ist mein Augenblick ein bisschen eisendünn. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich... ja gut, ich brauche eh so viele. Also machen wir das Ganze. Nochmal 12. So, was fehlt, ist allerdings, wie gesagt, echt Eisen. Also unsere, die Maschine läuft zwar, hier brennt es, aber es ist natürlich random, was da an Materialien ankommt. Ja, 20. Wir nehmen ja alles, was wir kriegen können. Ich habe auch extrem viel Eisen verbraucht in der letzten Zeit. Gut, gut. Gucken wir mal, wie weit wir hier sind. Also das war, ja, noch 23 ME-Cable. Die Plastik kommt auch. Das funktioniert also ganz gut. Vielleicht kann ich ja schon diesen Pattern Provider fertigstellen. Den brauche ich ja einen von. Ja gut, das heißt also nur eine Conversion Matrix. Das sollte ich alles haben eigentlich. Probieren wir es direkt. Also davon brauche ich noch eine. Was fehlt? Das haben wir. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr davon. Den Kristall, diesen hier und dann noch Eisen. Also das sollte reichen, um da zwei von zu machen. Das stimmt hier nicht. Das ist kein Fluxkristall, das ist so ein Zertusquarz. So. Zwei. Ja, ich hatte ja vorher schon einen. Das ist nicht das Problem. Was fehlt jetzt? Den Storage Cell habe ich auch gehabt. Also, es war drei davon. Oh, der Storage Cell, ich hatte doch eine. Dann können wir nämlich das auch abschließen. Habe ich die hier? Habe ich die hier? Nein, also machen wir noch eine. Wir werden da hier nachher unendliche Mengen von brauchen. Ja, Storage Cell. Geht, nehmen wir gleich zwei. Ich will nicht zu viele machen, weil sonst fehlt es mir jetzt wieder an anderen Dingen. Später ist das eigentlich okay. So, davon habe ich zwei gemacht. Der Crafting Table fehlt. Aber gut, Kleinkram. Da haben wir einen. Was soll das hier? So. Da haben wir ihn. Pattern Provider. Okay, nächster Blick ins Buch. Also von den Pattern Provider brauchen wir auch einige. Ich sehe schon wieder, dass ich kurz vor Verhungern bin. Also es fehlt noch das Blank Pattern und der Pattern Encoder. Okay, Blank Pattern ist echt kein Problem, glaube ich. Ja, Glowstone aus Certus Glas geht. Glowstone haben wir, Glas haben wir, Certus haben wir, Eisen haben wir. Das fehlt also nur diese eine Sache. Machen wir Blank Pattern, nehmen wir alle. Können wir definitiv alle gebrauchen. Jetzt habe ich mir vermutlich die letzten Dings hier versaut. Pattern Provider, Pattern Encoder, der fehlt noch. Und natürlich wieder eine Conversion Matrix, die haben wir. Was jetzt wirklich fehlt, ist Eisen, oder? Ja, und ich habe es gerade verbraucht. Ich sage ja, es ist immer das, wenn man es einmal verbrät. Wir gucken mal, ob ich irgendwo noch Eisen habe. Ich brauche wie viel? 6 Stück, glaube ich. Die besorge ich mal eben. Okay, das war jetzt nicht schwierig. 7 waren drin. Also, wir wollen den Pattern Encoder machen. Also, es fehlt, was fehlt, was fehlt. Die Matrix habe ich, der Crafting Table. Zu diesen Encodern, ja, ist wirklich nur ein einziges Ding nötig. Von den Providern braucht man eine ganze Menge. Naja, schade eigentlich, weil das ist viel einfacher zu bauen. Und damit ist die Quest erledigt und wir können sie abgeben. Und ja, eine Menge. Und ein Yellow Heart Kanister. Das ist doch schön. Den direkt anlegen sollte gehen, ja? Ja. Cool. Das heißt, ich habe jetzt ein Herz mehr. Jedes bisschen Leben ist natürlich gewünscht. Okay, ich baue die Sachen ein, dann mache ich die Kiste auf. ME Interfaces kann ich auch unten in die Kiste legen. Den Provider, der kommt rein. Die Blank Pattern kommen in den Encoder. Alles gut, wir bauen das mal eben unten ein. Hüpfen wir hin. Ich muss echt mal eine neue Sprungmöglichkeit hier schaffen.
Ja, und auch irgendwann hier vor allem hier unten direkt zum ME-System hüpfen. Gut, aber es läuft doch. Also ich denke, wir sagen, wir kommen hier ganz gut voran. Jo, wo machen wir denn was hin? Machen wir mal den Pattern Provider, der kommt irgendwo rein, aber vorne, dass ich nachher weiß, wie viel ich davon habe, also irgendwie hier. 12 Heatvents. Oh, komm. Komm. Und den letzten. Jo. Okay, noch irgendwas, was wir einbauen wollen. Die Interfaces nicht, aber die Blank Pattern, die kann man hier einsetzen direkt. Dann sind die aus dem Weg und da, wo sie hin sollen. Ich kann die Sachen, die wir gebrauchen können hier fürs Interface, die kann ich direkt mal hier abkippen. Jo, und jetzt kann ich auch mich um die Kiste kümmern und vor allem das Herz essen. Das war ein richtiges, ja. Und ich hätte ganz gerne wieder endlich was Gutes. Was haben wir? Shimmerleaf und Thunderpearl. Hatten wir das nicht schon mal? Ich meine. Sein hier. Ja, wie gesagt, hier muss ich immer weitermachen. Aber das ist jetzt die Hauptpriorität. Das bedeutet, ich brauche Eisen, eine Tonne. Gut. Ja, ich werde mal wohl da irgendwie AFK herumstehen. Oder vielleicht bastel ich hier ein bisschen an dem Boden rum weiter. So oder so, sag ich mal, das war, glaube ich, ganz gut, was wir soweit bis jetzt gemacht haben. Und wir schauen mal dann, wie es weitergeht. Ja, okay. Also, das QDS-System für unsere Baumfarm steht. Die Kabel sind dran. Es sieht zwar nicht hübsch aus, aber es ist ja auch, glaube ich, nur so, wie soll ich das sagen, for the moment. Ich werde jetzt hier, ich habe gerade eben noch einen neu gebaut und den da einfach jetzt eingebaut. Ich sage, ich mache eine Whitelist. Ich möchte nur, dass er Oakwood da reinschiebt. Und da brauche ich eine freie Hand für. Also ich habe den Lever nirgendwo dran gekriegt. Das war ein bisschen doof. So, ich möchte nur und ruhig stackweise. Und ja, okay, sollte eigentlich alles funktionieren, ja. Muss ich nur noch powern und dann sollte das funktionieren. Und dann sollte das jetzt hier richtig leer werden, weil die Sachen da rauslaufen. Ja, läuft. Und wir können im Buch, im Questbuch nachgucken, ob sich da auch was tut. Forwarding. Get Blisters. Da kommt das Holz rein. Von daher ist das ganz schön. Die Sachen lasse ich hier. Ja, ich kann mal ein paar Stacks noch wieder hier rüber produzieren. Weil so viel brauche ich jetzt auch nicht im täglichen Geschäft. Bestimmt nicht. Also alles mal hier rein. Dann ist das Zeug weg und stört auch keinen. Auf jeden Fall würde ich sagen, ist das auch genug für heute dann. Wir haben es ein ganzes Stück geschafft. Das System rutscht so vor sich hin. Ich sage mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich glaube, dass wir beim nächsten Mal, also ich werde jetzt, ihr kennt das Prinzip, ich warte jetzt einfach auf genügend Eisen, dann werde ich das ME-System fertig bauen. Das macht ja keinen Sinn, alle euch zu zeigen, hey, ich habe wieder drei weitere geschafft. Oh, ich schaffe wieder vier weitere. Nein, ich mache das Ding fertig und dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Das war's. Ich sage vielen Dank und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann mit ME-System. Bis dann. Ciao, ciao.